Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auch zurück. Hier bei mir auf Christinas Strickwelt, mein YouTube-Channel, hier geht es alles um das Thema Stricken. Und heute habe ich für euch eine neue Folge vorbereitet. Und zwar ist das etwas anderes für mich. So ein Format habe ich hier auf meinem Channel hier noch nicht gemacht. Aber vielleicht ist das auch interessant für jemanden. Und zwar geht es heute um Sommerstrick. Ich habe für euch 10 Anleitungen rausgesucht, die für den Sommer perfekt geeignet sind. Vielleicht ist die eine oder andere gerade auf der Suche nach etwas Passendem und vielleicht habe ich sogar auch was dabei für euch. Genau. Vorab gesagt, das sind nicht meine Pläne. Das, was ich euch heute zeige, das ist nicht das, was ich auch in diesem Sommer stricken werde. Es ist einfach nur, um euch zu präsentieren, was es so alles auf der Welt da draußen gibt. Und vielleicht, ja, wie gesagt, findet jemand auch was Passendes für sich. Lasst uns dann auch schon starten. Ich denke, so 30, 40 Minuten werden wir nicht länger brauchen heute. Wie gesagt, das sind 10 Anleitungen. Da werde ich nicht viel drüber sprechen müssen. Die Anleitungen sagen schon alles für sich. Ich werde euch auch, während ich über eine Anleitung spreche, werde ich euch auch die Bilder hier an der Seite verlinken, damit ihr auch dann auch eine Vorstellung habt, wovon ich gerade spreche. Und ich werde euch auf jeden Fall in der Infobox jede Anleitung auch verlinken, dass ihr dann auch, falls euch etwas gefällt, könnt ihr direkt auf den Link gehen und die Anleitung entsprechend dann auch erwerben. Auch nochmal vorab gesagt, ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich hier jemanden vorstelle, die Anleitung oder den Designer. Das ist einfach das, was mir so ins Auge gesprungen ist, als ich nach etwas gesucht habe, nach dem Sommerstrick. Und mehr ist es auch nicht. Einfach nur so zur Inspiration. Daher holt euch ein Projekt, woran ihr gerade arbeitet, was zu trinken und lasst euch auch inspirieren. Und die erste Anleitung, mit der ich auch starten möchte, das ist einmal das Moonset Tee von Ozetta. Und tatsächlich habe ich dieses Moonset Tee auch selbst gestrickt, gar nicht mal so lange her. Und dieses Moonset Tee, ich schaue auch mal auf meinen Bildschirm hier, auf meinen Rechner, damit ich euch auch etwas mehr zu der Anleitung auch erzählen kann. Was mich persönlich damals dabei gereizt hat, diese Anleitung nachzustricken, ist einmal dieser V-Ausschnitt, der so schön ineinander oder übereinander auch mitgestrickt wird quasi. Und das Moonset Tee, wie gesagt von Ozetta, das wird in Originalgarn mit Knitting for Olive Pure Silk gestrickt. Ich habe mein Moonset Tee aus der Sandnesgarn Tin Linne gestrickt und das hat bei mir wunderbar gepasst. Das Gute ist an diesem Shirt oder an diesem Tee, das ist sehr schön für den Sommer tatsächlich geeignet, ob das jetzt die Pure Silk ist oder auch die Sandnesgarn Tin Linne. Das ist tatsächlich so, dass es auch sehr universell ist und auch sehr schlicht ist, dieses Tee. Und das ist auch das, was mir so gefällt, weil das je nach Farbe, die man dann aussucht zum Strecken, kann das entweder so einen Alltagslook vervollständigen zu einer Jeans oder zu einem Rock oder so. Wenn man aber eine Farbe wählt, wo vielleicht oder auch ein Garn wählt, wo auch Lurex mit dabei ist, also etwas Glitzerndes, dann kann man das, stelle ich mir das so vor, kann man das sogar auch abends irgendwie mal anziehen, auf ein Date oder so. Das ist das, was ich mir so vorstellen kann. Genau. Was vielleicht die eine oder anderen abschrecken könnte, ist die Nadelstärke, womit gestrickt wird, und zwar mit der 3,25 mm Nadel. Und dann aber auch nur dann, wenn man auf die Maschenprobe kommt.
Ansonsten müsste man eventuell auf eine kleinere sogar zugreifen, was dann ja das Projekt ein bisschen verlängert, weil man mit kleinerer Nadelstärke, mit den dünneren Nadeln nicht so schnell vorankommt wie zum Beispiel mit der Nadelstärke 4 mm. Aber grundsätzlich kann ich dieses Monzati sehr empfehlen. Auch die Anleitung ist sehr gut zu verstehen. Natürlich ist bei jeder Anleitung empfehlenswert, bevor man anfängt, etwas zu stricken, die Anleitung von vorne bis hinten durchzulesen und zu gucken, welche Tricks es gibt, ob da Videos dazu gibt. Und das ist hier tatsächlich auch der Fall. Kann ich auch berichten, weil ich diese Anleitung selbst gekauft habe und sie auch habe. Hier gibt es auch Videos zu bestimmten Themen. Die Videos sind dann aber auf Englisch. Die Anleitung gibt es aber in mehreren Sprachen, sogar in 8 insgesamt. Auf Englisch, auf Deutsch, auf Dänisch, Französisch, Koreanisch, Norwegisch, Spanisch und Schwedisch. Genau. Also für jeden etwas dabei. Auf jeden Fall. Und ja, das ist einmal das Monzati und ich kann mir das auch sogar vorstellen, dass ich noch eins davon stricken werde, um einfach mal so ein paar mehr von solchen Tees im Schrank zu haben für mehr Abwechslung. Genau, das ist einmal das Monzati von Nosetta gewesen. Dann lasst uns mal schon zu der nächsten Anleitung kommen und das ist einmal das Vegas Top von Susanne Müller. Also ihr kennt sie auch unter Paula Strickt. Und das ist ein Top, wie der Name das auch verrät, Vegas Top mit schmalen Trägern hier an den Schultern, wobei das nicht zu schmal ist. Also man könnte auch einen BH-Träger sehr gut darunter verstecken, was auch sehr gut ist, finde ich. Und was mir jetzt dabei gefällt, ist die Schlichtheit und die Einfachheit tatsächlich. Empfohlenes Garn wird Lamana Cosma empfohlen und mit 4 mm wird das Ganze dann gestrickt. Ich habe das, also die Anleitung habe ich nicht, deswegen kann ich zu der Anleitung selbst nichts sagen, aber zu dem Top, wie gesagt, das ist sehr einfach, sehr schlicht gehalten und auch hier je nach Farbe, die man dann wählt, kann man das auch unterschiedlich gestalten in seiner Garderobe und man kann, so also wie die Susanne Müller das hier auch auf den Fotos präsentiert, kann man auch sogar ein Hemd drüber ziehen, falls es mal kühl werden sollte, aber man kann das ganz normal zu einer Jeans anziehen. Das ist so eher so die sportliche Variante, so casual Outfit mit einer Jeans, aber ich kann mir auch sogar eine weite Hose dazu vorstellen, nicht eine Jeans, sondern richtige weite Stoffhose, die sind ja jetzt gerade sehr modern wieder, diese Marlene-Hosen. Und was ich mir hier auch noch so sehr gut vorstellen kann, ist einmal ein Bleistiftrock sogar, dass es dieses Top auch dazu getragen werden kann. Genau, das Ganze wird von oben nach unten gestrickt und die Länge ist dann individuell gestaltbar. Ob das jetzt eine Crop-Variante wird oder eine ganz normale Länge, ist jedem so überlassen, wie die eigenen Vorlieben so sind. Und genau, mit I-Cord wird das abgekettet, lese ich hier gerade und das verleiht so einen schönen Abschluss hier an dem Halsausschnitt und auch an den Armausschnitten, Armlöchern, finde ich das sehr gut, dass es jetzt nicht dieses Mühnchen ist, einmal eins oder zweimal zwei, sondern dieses I-Cord, das passt sehr gut dazu. Genau, wie gesagt, Lamana Cosma ist das das empfohlene Garn und genau, es wird hier gerade auch kein
alternativ Garn angeboten, deswegen kann ich das euch jetzt nicht sagen. Also die Maschenprobe ist bei 4 mm. Wo habe ich das gerade gesehen? 19 Maschen meine ich. Genau, 19 Maschen auf 10 cm. Ja, mehr kann ich jetzt zu dieser Anleitung auch nicht mehr sagen, aber was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass man das sogar auch mit einem anderen Garn strickt und etwas wärmere Variante für einen Top drunter, wie das hier mit dem Hemd dargelegt wird. Also jetzt nicht für den Sommer, sondern vielleicht auch mal so für den frühen Herbst, wo es etwas kühler wird, aber noch nicht ganz so kalt ist. Wunderbar. Genau, und dann bleiben wir auch schon noch bei Susanne Müller, also bei Paula Strickt. Und hier habe ich ein Shirt gefunden, Freestyle-Shirt, und das ist ein richtiges T-Shirt, ein gestricktes T-Shirt, und das ist auch das, was mir auch sehr gut gefallen hat. Es ist sogar sehr frisch tatsächlich. Im Juni 2024 wurde das hier bei Ravelry veröffentlicht. Und genau, was gibt es hierzu zu sagen? Ich finde das wegen der Schlichtheit sehr schön, und je nachdem, wie man es kombiniert, auch das erste Foto hier von Susanne Müller, das Shirt wird mit ein schwarzes Shirt wird mit einer weißen weiten Hose getragen, und das ist das gibt dem Look so eine elegante Richtung, und das finde ich sehr schön. Und so wie ich das hier erkennen kann, ich hoffe, ich irre mich nicht, kann man sogar die Ärmel etwas umkrempeln, weil sie nicht ganz eng anliegen, sondern etwas weiter sind. Also nicht zu weit, wie ein ganz normales Shirt. Und das finde ich auch sehr schön. Falls es jemandem gefällt, dann kann man das so machen. Was wird hier empfohlen für ein Garn? Wir haben hier einmal Summer in Kashmir von BC Garn. Das sind 90% Baumwolle und 10% Kashmir. Oder auch alternativ kann man nehmen Morning Solution Vegan Fino von Kremke Soulwool. Und hier gibt es 51% Lyocell, also Tencel, 49% Baumwolle. Beziehungsweise auch ein Alternativgarn ist einmal Alba von BC Garn, und das ist eine 100%ige Baumwolle. Also die Lauflänge bei allen drei ist 160 bis 165 Meter pro 50 Gramm, und daran könnt ihr euch orientieren. Und das Shirt, auch hier gibt es einige Fotos farbmäßig, da kann man auch so einiges machen draus. Und was mir auch hier sehr gut gefällt, dass man auch eine gestreifte Variante tatsächlich auch noch machen kann. Wird allerdings mit 3,5 Nadelstärke gestrickt, und das ja, muss auch jeder für sich entscheiden. Also ich würde mit 3,5 noch gut zurechtkommen. So mit 3 und alles, was drunter liegt oder was dünner ist als 3 mm, das wird schon ja, sehr hart an der Grenze. Da zieht sich das sehr in die Länge, so ein Projekt, und da würde ich mich persönlich fragen, ob es für mich einen Sinn ergibt, das zu stricken. Vor allem, es ist alles so glatt rechts gestrickt, und irgendwann wird das etwas langweilig. Also für mich persönlich, ihr könnt da auch eine andere Meinung haben, könnt ihr auch gerne in den Kommentaren mitschreiben, wie ist das für euch, mit welcher Nadelstärke strickt ihr am liebsten. Genau, aber wir kommen einmal zu dem Freestyle-Shirt. Ist ein Raglan-Shirt mit kurzen Ärmeln, ganz einfach und zu allem kombinierbar. Und ich habe sogar gesehen, es gibt zu dem Shirt auch also einen großen Bruder oder eine große Schwester, ich weiß es nicht, das ist ein Freestyle-Sweater oder Pullover, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, ich habe das nur am Rande gesehen, dass es da mit langen Ärmeln gestrickt wird. Genau. Wird von, wie gesagt, Raglan-Ärmeln von oben nach unten gestrickt, und hier gibt es aber ein ganz normales Bündchen. Genau.
Verwendete Techniken lese ich hier gerade verkürzte Reihen, also German Short Rows und ansonsten mit Zunahmen wird ja an den Raglan-Linien gearbeitet. Ganz easy, ganz einfach, auf Deutsch gesagt, wenn easy, genau, doppelt gemoppelt. Ja, auch sehr schön und das kann ich mir auch sogar gut in meinem Kleiderschrank vorstellen. Nur, dass ich denn dafür jetzt keine extra Anleitung kaufen würde. Ich habe schon so oft Raglan-Ärmeln gestrickt und Raglan-Shirts und Pullover gestrickt, dass ich das so weit hinbekomme. Aber falls jemand dann noch nicht so weit ist mit dem Kenntnisstand, dann könnt ihr gerne hier schauen, ob das was für euch wäre. Ja, wie gesagt, ich verlinke alles euch in die Infobox. Ja. Maschenprobe 24 Maschen auf 10 cm. Genau. Das einmal hierzu und dann verlassen wir einmal Paula Strickt und gehen auf einen anderen Designer zu. Kennt ihr bestimmt auch und zwar My Favorite Things Knitwear. Mag ich auch sehr gerne, wobei ich zugeben muss, ich habe noch gar keine Anleitung von dieser Designerin. Aber ich mag ihre Designs tatsächlich. Und hier habe ich einmal die Camisole Nummer 9. 9? 9? Nummer 9. Und tatsächlich, diese Camisole habe ich auch vor kurzem überlegt, ob ich mir selbst so eine gestalte und wollte auch schon so von meinen vorhandenen Tops, die so geschnitten sind, die ich mal gekauft habe, wollte ich schon die Maßen nehmen. Und dann bin ich per Zufall irgendwie darauf gestoßen, auf diese Camisole Nummer 9. Und dann dachte ich, ja, okay, warum selbst was ausdenken, warum selbst was berechnen, wenn es schon etwas Fertiges gibt. Die Anleitung habe ich nicht, noch nicht, aber die werde ich mir auf jeden Fall mal holen. Wann, weiß ich nicht, aber ich werde es auf jeden Fall tun. Was mir hier so gefällt, dass es auch so eher so ein Alltagskamisole ist, was ich so gerne zu Hause trage. Ob das jetzt für morgens mal kurz in den Garten rausgehen und die Gurken ernten oder die Erdbeeren oder auch mal abends auf dem Fahrrad sich draufsetzen und losdüsen. Es ist ein sehr alltagstaugliches Top. Oder ja, für mich ist es ein Top, ein Camisole. Und auch das kann man unterschiedlich gestalten, ob man das als Single trägt, also ganz normal nur das, oder ob man noch ein Hemd drüber zieht. Und das kann ich mir auch zum Beispiel sehr gut im Herbst vorstellen, dass man da diese Flanellhemden, ich habe gerade so einen Look bei mir, diese karierten Hemden, wisst ihr? Das stelle ich mir auch sehr schön vor, so abends auf der Couch, so eine Camisole drunter tragen, so ein kariertes, warmes Hemd drüber, Kamin an vielleicht und sehr praktisch. Also nicht nur für den Sommer tatsächlich, sondern auch mal so für später, für unten drunter zu tragen. Was haben wir hier? Es wird empfohlen... Ich suche gerade, achso, das Ganze wird mit Merino gestrickt von Knitting for Olive oder mit Cotton Merino auch von Knitting for Olive oder mit Pure Silk. Also hier habt ihr tatsächlich sehr viele Varianten. Alle drei Garne haben eine Lauflänge von 250 Meter auf 50 Gramm, daher würde alles passen und ich kann mir das auch sogar gut vorstellen. Also ich kenne ja die Cotton Merino, nee, ich kenne sie alle drei und die Alternativgarne, die hier angeboten werden oder ja genau angeboten werden, die kenne ich alle drei und die fühlen sich auch alle drei anders an.
Ob das jetzt die Merino ist, die 100%ige, oder die Cotton Merino, da ist das Tragegefühl komplett anders, sodass man das auch entsprechend so für sich entscheiden kann, was man davon mag und was nicht. Und diese Merino-Variante, das ist dann eher so für Herbst geeignet, so wie ich das vorhin erzählt habe, so als Unterhemd quasi. Das werde ich auf jeden Fall mal, nachdem ich das Video abgedreht habe, werde ich mir die Anleitung kaufen und werde mal gucken, ob ich bei Knitting for Olive und, was Passendes finde, weil das mit Merino, das reizt mich gerade, weil ich hier auch zu Hause sitze. Also Homeoffice mache, ich arbeite von zu Hause aus und egal bei welchem Wetter, ich bin eine Frostbeule und so ein warmes Unterhemd, das und dann noch so ein Cardigan, gestrickten Cardigan drüber, warum nicht? Okay, ich habe einen Plan. Genau, dann kann ich euch auch mehr erzählen, wie das Ganze ist und wie dann die Anleitung ist in den Strickpodcast dann jeweils. Aber das ist auf jeden Fall, was ich mit so auf den Weg geben möchte. Erstmal als Sommerstrick und was ihr draus macht, ist dann, ob das dann beim Sommerstrick bleibt oder nicht, das dann euch überlassen. Genau, wie wird das Ganze gestrickt? Gibt es hier irgendwas, was man wissen sollte? Also es gibt Negativ-Ease, das heißt, es wird kleiner gestrickt, als die eigenen Massen sind. Aber ansonsten mit einer Dreier-Nadelstärke, 3 mm Nadelstärke und auf glatt rechts. 30 Maschen pro 10 cm ist die Maschenprobe. Ja, okay, 3 mm. Ich will es aber haben. Ich stricke es mir. Genau. Ganz klassisch. Ohne Schnickschnack, ohne irgendwas. Ist sehr schön. Gefällt mir sehr gut tatsächlich. Ja. Dann verlassen wir mal die Kamisole Nummer 9. Und gehen jetzt auf die nächste Anleitung und zwar ist das einmal das It's a Wrap Top von Ann-Kathrin Stoll und die Anleitung habe ich jetzt bei maschenfein.de gefunden, da weiß ich aber nicht, ob es die noch woanders gibt. Auf jeden Fall ist das so ein Wickeltop, was auch sehr schön aussieht und diese Anleitung, die gibt es sogar auch in Crop-Variante. Also man kann dieses Top entweder ganz normal stricken von der Länge, aber auch eine Crop-Variante, also wirklich Crop-Variante sehe ich hier, also so unter der Brust kurz, muss man halt für sich selbst gucken, ob es einem steht, ob jemand das mag. Aber so für den Strand stelle ich mir das sehr schön vor, so für Urlaub mit einer Jeans-Shorts. Das ist toll. Was ich hier gut finde, dass, so wie ich das hier den Fotos entnehme, ich kenne ja die Anleitung so nicht, dass man an beiden Seiten hier was zum Wickeln hat, was zum Schnüren hat, nicht nur an einer Seite. Das finde ich persönlich gut und es ist... Der Rücken ist frei. Auch das muss jeder für sich entscheiden, ob das jemand möchte oder nicht. Und bei maschenfein.de gibt es sogar die Möglichkeit, das ganze Set dazu zu kaufen, also Strickset mit dem passenden Garn schon dazu. Und das Garn, was man hier auswählen kann, ist die Camarose. Ich kann den Namen davon nicht aussprechen. Es tut mir leid, das lasse ich lieber, bevor ich hier jemanden
beleidige mit meiner Aussprache, das lasse ich dann lieber. Auf jeden Fall die Camaros ist das und Schwierigkeitsgrad hier 3 von 5 angegeben. Unterschiedliche Größen sogar von XXS bis zu 4XL. Also da wird jeder fündig, denke ich mal. Und das Crop Top kann ich mir sehr gut vorstellen, wie man es kombinieren könnte, aber die lange Variante davon, da habe ich tatsächlich nur diese eine Jeans vor Augen, die Ann-Kathrin ja auch trägt bei den Fotos. Wobei zu einem schlichten Rock, es muss ja nicht Etui-Rock sein, sondern ein ganz normaler schlichter Rock in so einer A-Linie oder A-Form. Das würde dann auch gehen, wenn das Wickelteil nicht zu weit ausfällt. So jetzt gerade meine Vision davon. Genau. Das einmal zu dem It's a Wrap Top. Ich weiß nicht, Ann-Kathrin hat, ich meine, letztes oder vorletztes Jahr sogar schon ein Buch rausgebracht und ich weiß nicht, ob dieses Wickeltop mit dabei ist, das, falls jemand von euch dieses Buch hat, sagt das gerne in den Kommentaren. Genau, ansonsten kann ich hierzu jetzt nicht viel sagen. Ja, 3,5 mm Stricknadel wird hier empfohlen. Genau. Das hierzu und dann kommen wir auch schon zu der nächsten Anleitung und vielleicht kennt sie auch schon jemand, das ist einmal Palm Tea Solo von Lene Holm Samse und auch das hoffe ich, dass ich richtig ausgesprochen habe. bei Reverly ist sie hier angegeben als Lenit und dieses Palmentee, das habe ich tatsächlich bei Fiona gesehen von Nordnitz und das hat mir sehr schön gefallen, das ist echt toll, das Tee ist ein rundpassendes Shirt mit einem Lace-Muster hier oben und alles, was drunter ist, wird einmal glatt rechts gestrickt, was auch sehr schön ist, dass man diesen Akzent hat hier oben auf dem Dekolleté und Schulter. Aber dieses Lace-Muster ist so fein, dass man auch nicht durchgucken kann. Es wird hier die Sandnes Garn Line empfohlen, aber die Sandnes Garne können auch sehr gut mit Drops getauscht werden, falls jemanden Drops eher zusagt oder falls jemand an Sandnes Garn nicht so gut rankommt. Hier kann man tatsächlich von Zusammensetzung und auch von der Lauflänge ist die Drops Bell gleichzusetzen wie die Sandnes Garn Line. Nur mal so als Tipp. Und diese Anleitung, die gibt es auch in mehreren Sprachen bei Reverly, einmal in Deutsch, Englisch, Dänisch, Norwegisch, Spanisch und Schwedisch. Und empfohlene Nadelstärke ist die 3 mm bzw. die 4 mm und die 3 mm wird wahrscheinlich dann fürs Bündchen genommen. Sehr schön und auch sehr elegant gestaltbar. Also man kann das auch im Alltag tragen sehr gut. Man kann dieses Shirt aber auch sehr schön abends irgendwie, ob das Musical ist oder so zum Date mit dem Liebsten, mit der Liebsten anziehen. Da sehe ich überhaupt keine Probleme. Ob Jeans, Rock. Oder was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, es gibt ja diese Saturn-Kleider, wie Negligé-artig sind und das einfach drüber.
stelle ich mir auch sehr toll vor. Und wenn man das etwas länger strickt, dann kann man das ja sogar, das, was man drüber hat, also dieses Palmentee, kann man auch mit einem Gürtel an der Taille zubinden, dass man ein bisschen Silhouette hat. Das stelle ich mir auch sehr schön. Dafür müsste, so wie ich das jetzt hier gerade in meinem Kopf ausgemalt habe, müsste das Shirt die gleiche Farbe oder eine ähnliche Farbe haben wie das Kleid dann dazu. Und am besten auch noch so Perms Nude Ton anziehen. Oh, wunderschön, stelle ich mir das vor. Und dann hat man so ein Outfit als Gast für eine Hochzeit fertig. Warum nicht? Oder, ich weiß nicht, Konfirmationszeit ist ja jetzt vorbei, aber für Abschlussbälle, irgendwie so, oder runde Geburtstage, wenn irgendwie draußen gefeiert wird, dann sind die Schultern bedeckt, auch die Ärmel hier etwas bedeckt, dann ist einem nicht ganz so kalt. Ja, das einmal zu dem Palmentee. Was kann ich hierzu noch sagen? Also es wird von oben nach unten gestrickt, das in runde Passe mit entsprechenden Zunahmen. Und ich habe hier gerade alles auf Norwegisch oder Dänisch stehen. Irgendwie hat er das jetzt nicht auf Deutsch umgeswitcht, sodass ich euch, also 20 Maschen auf 10 cm, das kann ich noch erkennen. Und ja, leider mehr nicht. Genau. Schaut euch das gerne mal an. Und dann wechseln wir auch schon wieder den Designer. Und hier habe ich auch etwas von Kutova Kika. Und ich glaube, dieses Jahr habe ich das fast von jedem gehört, von jeder Strickerin, ob das auf Instagram war oder hier auf YouTube. Kutova Kika war in jedem Munde, hatte ich das gefühlt. Und zwar mit ihrem Sailor Swift Top. Das ist aber nicht das, was ich euch vorstellen möchte, was ich euch ausgesucht habe für Sommerstrick, sondern hier habe ich etwas gefunden. Das, die Anleitung ist auch schon etwas älter, um die 2 Jahre. Das ist ein Olala Top. Und warum Olala, kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß es nicht genau, warum, aber wahrscheinlich wegen der Träger am Rücken, weil es doch etwas anders ist, als wir kennen. Zwar sind die Träger am Rücken überkreuzt. Und das gefällt mir sehr gut und das könnte ich auch sogar für mich gut vorstellen, sowas zu tragen. Und hier wird Sandnesgarn Mandarin Petit empfohlen. Und das ist eine 100%ige Baumwolle, das weiß ich ganz genau, weil ich selbst draus gerade was stricke, aber nicht dieses Top. Und die Maschenprobe sind 17 Maschen auf 10 cm mit einer Nadelstärke von 4,5 mm. Das ist ein Fingering-Yarn. Also das wird doppelt gehalten, alles klar, dann verstehe ich das. Das wird, weil Mandarin Petit ist sehr dünn, wie gesagt ein Fingering-Yarn. Das hat eine Lauflänge von 180 Meter auf 50 Gramm, deswegen hat es mich gerade mit 4,5 mm gewundert. Aber wenn es doppelt gehalten wird, dann klar, dann kann ich das auch verstehen. Und das Gute ist, dieses Garn, das könnt ihr sogar bei 40 Grad, meine ich, oder sogar bei 60 Grad in der Waschmaschine waschen. Das müsst ihr nicht per Hand tun. Genau, das einmal hierzu. Und Baumwolle, das ist sehr natürlich und sehr atmungsaktiv. Und auch das Top, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Vielleicht sollte jetzt bei meinem Projekt noch etwas übrig bleiben bei dem Top. Man bräuchte denn bei meiner Größe um die 200 Gramm, also 4 Knoll, ich glaube, so viel bleibt nicht übrig. Könnte ich mir da sogar vorstellen, dass ich sowas stricke oder sowas ähnliches für die Urlaubszeit.
Wir fahren oder wir fliegen ja nach Zypern und da wird es sehr warm sein, wobei ich noch nicht weiß, ob da was Gestricktes geeignet ist oder nicht. Aber ich lasse mich da überraschen. Genau, das einmal zu dem Olala-Top. Gefällt mir sehr gut, auch wegen der Schlichtheit und man kann die Träger sogar, man muss sie nicht über Kreuz stricken, man kann sie ganz normal runterfallen lassen am Rücken. Ist einfach zu stricken. Kutova Kika, also die Victoria, meine ich, heißt sie. Sie schreibt hier sogar in der Beschreibung, dass sie das innerhalb von 3 Tagen gestrickt hat. Kommt natürlich auch immer darauf an, auf welche Größe man strickt, also welche Größe man stricken muss. Und okay, mit 4,5 mm, da ist es schnell gemacht. Und was ich mir hier auch sehr gut vorstellen könnte, dass man das so lang strickt, dass man ein Kleidchen draus hat. Müsste man dann gucken, wie die Hüfte ist, die eigene, ob das passt von dem Umfang. Aber das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man das verlängert, so ein Top. Ja, zum nächsten. Hier habe ich etwas gefunden, das hat mich persönlich angesprochen, und zwar ist das einmal Summer Soufflé von Laura Pentros. Ich kenne die Designerin nicht, dieses Design ist aber auch schon etwas älter, seit Juni 22 ist es bei Ravelry hier mit drin. Und was mir hier so gut gefällt, erstens ist das, wird das von oben nach unten auch gestrickt mit Rundpassé und diese Volants, kann man schon Volants dazu sagen, das ist ja schon etwas zu kurz für eine Volant. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus, dass ihr mich dann versteht, was ich meine. Und dieses Soufflé-Top, Summer Soufflé-Top, das spricht mich voll an, tatsächlich. Das wird, also das empfohlene Garn ist einmal das Cotton Merino von Knitting for Olive. Doppelt gehalten auch wieder. Mit Nadelstärke 4 mm wird das Ganze dann gestrickt und hier haben wir die Maschenprobe 20 Maschen auf 10 cm. Die Anleitung gibt es aber nur in Englisch, sehe ich hier gerade. Also wenn jemand der englischen Sprache mächtig ist, dann sehr gerne. Aber auch hier werden unterschiedliche Farben mit angezeigt bei Ravelry, wer diese Anleitung gestrickt hat. Und das ist sehr schön. Also muss ich sagen, in jeder Farbe sieht das sehr gut aus. Und was hier auch noch gezeigt wird, dass man die Ärmel nicht unbedingt kurz stricken muss. Man kann sie auch verlängern, sodass es dann nicht so auch eher so Richtung Herbst oder auch bei kühleren Sommertagen, dass wenn es windig ist, dass man trotzdem hier die Ärmel noch zu hat. Ich habe das sehr gerne, dass also so wie heute zum Beispiel, wir haben 17 Grad, meine ich. Das mich hier irgendwo angezeigt. Genau, 17 Grad und das ist mir noch zu kühl für Oberarme frei. Und da stelle ich mir das sehr praktisch vor dafür. Genau. Das einmal zu dem Summer Soufflé. Wie gesagt, auch hier stelle ich mir unterschiedliche Tragevarianten vor, ob zu einer Weitenhose, zu einer Jeans-Shorts oder auch sogar zu einem Jumpsuit aus Jeans oder diese Latzhosen in kurz. Ich habe sogar eine Jeans-Latz-Short und da stelle ich mir das auch sehr gut vor. Es kommt trotzdem, diese Volant kommt trotzdem zur Geltung, finde ich, weil es ja durchgehend geht. Ja, das einmal hierzu. Und dann habe ich noch 2 Anleitungen von mir. Was wäre ich denn für eine Designerin, die nicht auf meine eigene Anleitung eingeht? Und zu einem habe ich da einmal mein Stricktop, das ich hier auf YouTube, da habe ich letztes Jahr eine kostenlose Anleitung für euch fertiggestellt und das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Da verlinke ich euch ebenfalls das Video in der Infobox. Und das ist eine
Anleitung, die ihr aus beliebigem Garn stricken könnt mit der passenden Nadelstärke. Da sind alle Berechnungen mit bei, die ihr benötigt, um alles ausrechnen zu können. Ihr seid dann nicht auf meine Maschenprobe angewiesen. Und ihr könnt das ebenfalls in der Länge so halten, wie ihr das gerne mögt, ob Crop-Top-Variante oder etwas länger bis zur Hüfte oder noch länger, wenn ihr auch ein Kleid draus stricken möchtet. Das könnt ihr sehr gerne tun, da bleibt eure Fantasie keinen Wünsche offen. Das Muster ist sehr einfach, das ist ein gebrochenes Bündchenmuster. Und auch dieses Muster kann variiert werden. In der Anleitung, da habe ich genommen dreimal rechte Maschen, zweimal linke Maschen in einer Runde. Die nächste Runde wird alles links gestrickt. Und diese rechte Maschen, diese drei rechten Maschen, das könnt ihr sogar entweder ausweiten auf 5, auf 7, wie ihr wollt. Das Ganze könnt ihr aber auch mit den linken Maschen machen. Das ist euch überlassen. Wichtig ist, die Maschenprobe zu stricken und die Bemessungen durchzuführen, die Berechnung ebenfalls. Genau. Das einmal zu der kostenlosen Anleitung, die ich hier auf YouTube habe. Und die zweite Anleitung, die ich euch auch ans Herz legen möchte, die auch zum Sommerstrick passt, das ist meine Anleitung, die jetzt auch vor kurzem rausgekommen ist, veröffentlicht worden war, mein Kaori-Top. Und auch bei dem Kaori-Top, auch das verlinke ich euch gerne in der Infobox natürlich, dass ihr dann auch per Link sofort da seid, wo ihr hin gehört, wo ihr hin wollt. Und bei dem Kaori-Top ist es ebenfalls so, dass ihr das aus beliebigem Garn nachstricken könnt, weil ihr nicht auf meine Maschenprobe angewiesen seid. Hier könnt ihr nehmen, was ihr wollt, wonach euch ist. Ich habe meine beide Kaori-Tops aus der Drops Bell gestrickt und beide sind auch unterschiedlich ausgefallen. Zu einem gibt es in der Anleitung auch zwei unterschiedliche Ausschnittvarianten. Das eine ist einmal Rundhalsausschnitt, das andere ist V-Ausschnitt. Wie tief ihr den setzen möchtet oder ob der jetzt hier nah dran ist bei dem Rundhalsausschnitt, ob der breiter sein soll oder hier. Das berechnet ihr alles selbst und entsprechend gestaltet ihr eure Tops so, wie ihr das wollt. Nicht so, wie das in der Anleitung vorgeschrieben ist, sondern so, wie ihr das möchtet und was euch am besten steht. Das ist ja jedem selbst überlassen, was er gerade mag. Und auch die Länge und auch die Breite, das könnt ihr für euch so gestalten, wie ihr möchtet. Genau. Drops Bell habe ich genommen und ich habe mit der 4er Nadelstärke gestrickt und für das Bündchen habe ich eine kleinere Nadelstärke genommen und das ist auch sehr schnell gemacht. Das Kaori Top wird in Einzelteilen gestrickt und einmal Vorderteil, einmal Rückenteil. Dann wird das Ganze an den Schultern zusammen genäht und auch an den Seiten und dann wird der Abschluss mit bei dem Ausschnitt und bei den Ärmeln gemacht mit den Bündchen. Wenn man an Ärmeln Bündchen haben möchte, das ist auch jedem so überlassen, wie er mag. Genau, das ist mein Kaori-Top und ja, was soll ich dazu sagen? Wie ist das kombinierbar mit allem Möglichen? Ich habe sogar schon ein schwarzes Mini-Kleid angezogen gehabt und drüber ein Kaori-Top in Blau mit dem V-Ausschnitt habe ich dann angezogen. Sieht auch super aus. Zu einer Jeans, ob zum Einkaufen oder hier wieder auf der Terrasse sitzen und Cappuccino trinken. Überhaupt kein Problem mit Freunden treffen. Abends mal auch wieder auf dem Fahrrad setzen oder auch mit meinem Mann spazieren gewesen. Sehr schön. Es hat ein Lace-Muster, dieses Kaori-Top und je nach Garn und Nadelstärke kommt auch das Lace-Muster etwas anders rüber. Dann nehmt ihr ein dickeres Garn, habt ihr entsprechend auch ein Lace-Muster, das größer ausfällt. Ne? Bei einem dünneren Garn fällt es etwas kleiner an. Und das könnt ihr auch entsprechend für euch entscheiden. Möchtet ihr das, dass ihr einen Top tragt, wo eventuell alles, was drunter getragen wird, gesehen wird?
wobei man dann immer noch so einen hautfarbenen Unterhemd anziehen kann und dann ist man auf der sicheren Seite. Genau. Ja, das waren meine 10 Sommerstricks für euch. Ich werde gleich mir die Camisole Nummer 9 kaufen und schon nach der passenden Farbe gucken. Ich hoffe, ihr hattet bei dem Video Spaß. Jetzt sind es doch 45 Minuten geworden etwas. Na gut, ich sollte nächstes Mal keine Zeit anders sagen wahrscheinlich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Ich hoffe, so ein Video hat euch sehr gut gefallen. Falls ja, gib mir einen Daumen hoch oder schreib mal gerne in den Kommentaren, ob ich sowas auch für den Herbst mit einplanen sollte. Und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Inspirationen für euch gefunden. Und ansonsten, ja, danke euch, dass ihr hier wart, bei diesem Video zugeschaut habt. Und danke für eure Kommentare, für eure Däumchen, die ihr da lasst und auch für eure Abos. Ansonsten bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als, ja, wir sehen uns beim nächsten Video und nächstes Mal ist es ein Strickpodcast. Vielen Dank. Ciao, ciao.